Bereich, und zwar Persönlichkeitsentwicklung und Selfcare, also Selbstfürsorge. Warum ist Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfürsorge nämlich auch wichtig für ein erfolgreiches Business? Und an der Stelle könnt ihr nochmal die anderen drei Videos an der Stelle euch erstmal anschauen, sprich einmal ausführliche Interview zum Raphael und die zwei anderen kleinen Parts zu den zwei anderen Themenbereichen. Und jetzt die Frage Persönlichkeitsentwicklung. Also, inwiefern hat deine persönliche Entwicklung einen Einfluss auf deinen geschäftlichen Erfolg und wie hast du sie gezielt gefördert, deine persönliche oder deine Persönlichkeitsentwicklung? Was machst du dafür? Du bist ja auf YouTube unterwegs, oder? Ja, dafür nehmen wir hier auf! Ja, dafür nehmen wir hier auf. Der war geil! Ja. Ich weiß nicht, ob du. Nein, du bist ja auf YouTube. Okay, warte. Cut. Ja, fang Sag gut mal, an. warte. Ich habe die Frage gestellt und du fängst jetzt mit der Antwort an. Okay. Du bist ja auf YouTube unterwegs, oder? Ja. Da müsstest du ja rein theoretisch auch Gedanken tanken kennen. Kennst du den Kanal? Ja, Mann. Heißen Kennst du den jetzt Kanal? Creator. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich gucke fast jeden Abend mindestens eine oder zwei Folgen. Des Weiteren lese ich sehr viele Bücher. Hast du so Also, irgendwie Bücher, die dir sogar auch ad hoc einfallen? Wenn nicht, das ist nicht schlimm, aber ich kann ja im Nachtrag auch noch verlinken in der Videobeschreibung. Aber vielleicht fällt dir irgendwas ein. Wie man beste Freunde gewinnt, finde ich geil, mit dem Marienkäfer drauf. mit dem Marienkäfer? Das kenne ich Ja, nicht. ne, Nein, kann ich sag ihm ausleihen. mal. Ja. Wie man beste Freunde gewinnt. Da geht es auch unter anderem nämlich dann, die Menschen kennenzulernen und wer wichtig für den Bereich Verkauf und so. Okay. Ja, cool. Nice. ja, also ich lese mir ziemlich viele Bücher von verschiedenen Firmengründern halt durch. Ne? Also ich habe jetzt eins von Mehmet Göcker, habe ich eins zu Hause. Dann habe ich eins, was für Social Media halt ziemlich gerade, also das habe ich noch gar nicht gelesen, aber das nehme ich mir jetzt vor zu lesen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich würde das lesen. Ich lese eigentlich ziemlich viele Romane. Und im Internet, also ich bin eigentlich durchgehend im Internet so irgendwie ein bisschen in Fragen, so, keine Ahnung. Das Ding ist mein Lebensbegleiter. Also, Internet ist Ja, echt mein Lebensbegleiter. Und ohne Handy, Scheiß, wenn klar. ich mal irgendwas fragentechnisch im Kopf habe, dann stelle ich diese Frage halt direkt diesem Handy. Ja, ChatGPT. Oder ChatGPT, ja, oder ChatGPT. Regelt heutzutage alles. Und ja, keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass auch sehr viel mit Gedanken tanken, wie ich gerade schon gesagt habe, mit jedem Einzelnen, der da halt auch auftritt und ein bisschen was von seinem Leben oder von seiner Firma oder von seiner Erfahrung erzählt, dass ich das halt also sehr, sehr viel auch in mein Unternehmen halt mit einbringen werde oder das halt für mein Unternehmen halt fördern, Ja, sehr viel fördern bin ich werde. auch ein Fan von bei den richtigen Kanälen jetzt, in dem Fall Greater, gucke ich auch gerne. Ja, ich sag Vor mal. allem, da findet man auch viele spezifische Themen, also zum Beispiel auch Verkauf jetzt oder aber auch generell Menschenlesen, da findest du ja zu allen Ja, Thematiken was, also Greater sehr ist ja viel krass. Psychologisches auch mit drin, ne? Wo du dann Ja. halt auch sehr viel über Menschen dann halt auch in Safe. Erfahrung bringen kannst, umsetzen kannst halt auch, Ja. was fördernd für dein Business halt auch ist, ne? Ja. Gut, nächster Punkt wäre so, welche Rolle spielt Selbstreflexion und Selbstbewusstsein für deine Geschäftsentscheidung, aber auch generell in deinem Business, sich mal selbst zu reflektieren Sich mal und auch selbst zu reflektieren. Selbstbewusstsein in deinen Dings natürlich auch, denke ich, wichtig. Selbstbewusstsein ist krass wichtig. Also, wenn ich in meiner Position nicht selbstbewusst wäre, wird der ganze, es wird alles nicht funktionieren. Ne? Spruch dazu, der Fisch stinkt immer vom Kopf an. Ja, Ne? Ja, ist so. ja, Ne? ist ja so. Scheiß fällt immer von oben nach unten. Ich kann dir noch ein paar mehr geben. Ja. Das ist halt das. Und wenn ich nicht selbstbewusst vorne weggehe, kann ja auch ein anderer halt nicht selbstbewusst irgendwie hinterherziehen. Also Oder von dir deswegen ist lernen, es ja. schon sehr Ja. wichtig. Schon sehr, sehr wichtig. Klar. Und Selbstreflexion. Selbstreflexion. Mal eine Woche am Ende zu reflektieren und zu sagen, was ist ja schlecht gelaufen, warum ist er vielleicht so gelaufen, was kann man letztendlich nächste Woche besser machen. Ja, okay. Dann muss ich mich auseinandersetzen. Ja, Also, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich setze mich nicht Selbstreflexion. mit den Dingen auseinander, die schon im Ver die in der Ja. Vergangenheit liegen. Du musst Ich setze mich übrigens immer damit auseinander. einmal dann, ja, Ich genau. setze mich damit auseinander, was in meiner So krass. Zukunft abgeht, so weißt du? So, ich setze mich mehr mit meinen Plänen auseinander, mit meinen Zielen auseinander. Wenn ich in die Vergangenheit rumschwirre, dann weiß ich nicht. Verliebt man sich auch vielleicht zu sehr in der Ja, Vergangenheit. vielleicht verliert man sich dann auch zu sehr in negative, weißt du? Ja. Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit auf die negative gucken, die in meine Vergangenheit abgegangen sind. Ich meine, klar, man kann daraus lernen und sowas, ne?
Aber ich befasse mich lieber mit dem, was noch vor mir liegt, so was Positives, was vor mir liegt, so weißt du? Klar. Ja, verstehe man, klar, verständlich. Ist auch gut so, wenn Sie nach vorne schauen. Hast du vielleicht nochmal so abschließend zu dem Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung praktische Ratschläge oder so? Vielleicht für Ja, Leute da draußen? tu mindestens jeden Tag irgendwie eine Stunde was für deinen Kopf, Brainstorming, keine Ahnung. Also das mache ich schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ich mache das jeden Abend mindestens vorm Einschlafen, mache ich das meistens. Kenne ich. Ich finde immer interessant, wenn man nachts zum Beispiel wach wird und hat man irgendeine Idee. Und dann Ja, schreibe ich mir dein Handy auf, was eigentlich voll krank ist, aber weil einige ja so, ne, Handy weg und so nachts, aber ja, wie gesagt, stetiger Begleiter. Und ich kenne das, wenn ich dann weiter penne, dann vergesse ich das, natürlich, weil du stehst dann 4, 5 Stunden weiter und dann hast du hinter die eine Idee vergessen oder so. zum Oder ich Beispiel. habe auch mal von Ideen und so geträumt. Auf. Das ist schon voll gut, ey. Mega. Ja, Ja. ich mache das immer vorm Schlafen gehen. Kennst du dich mit TikTok aus? Ein bisschen? Ja, schon, also mache ich auch jetzt seit einem halben Jahr. Echt? Ja. Okay, cool. Sorry, weiß ich gar nicht. Okay, aber TikTok hat ja auch ein gewisses Konzept. Die gehen ja auch nach den Interessen der verschiedenen oder einzelnen Personen. Okay, und wenn du bei mir in TikTok gerade mal reingehst, ich höre, da ist nur so Wissensscheiß drin. Also, wenn ich swipe, ohne Scheiß, ich lerne über jedes, keine Ahnung, ich bin nur am Lernen da Ja, ist doch drin. gut. Über verschiedene Themen auch, Vor allem ist quasi. schnell und leicht konsumierbar, ne? Ist ja halt geil. Also, das würde ich auch nicht als Tipp geben. Versucht dann auch, selbst wenn ihr, weiß ich nicht, es ist ja bewiesen, dass die meisten Menschen irgendwie mit TikTok ihr halbes Leben, also ihr halben Tag verbringen, so lernmäßig. Guck, dass du wenigstens, wenn du auf TikTok bist, dass du da irgendwie wenigstens zumindest irgendwie Sinnvoll nutzt die Zeit. sinnvoll das Ganze nutzen Ja. kannst, weißt du? Ja, genau. Gut, kommen wir zum letzten Aspekt, so ja, inwiefern auch Selbstfürsorge wichtig ist. Ja, damit man halt letztendlich auch sein Business erfolgreich langfristig hält und langlebig hält. Sprich, so inwiefern haben Auszeiten und Erholung eine Ja, positive Auswirkung letztendlich aufs Business für dich, aus seiner Perspektive. da ich noch ziemlich am Anfang bin, kann ich da noch nicht so viel Großartiges zu sagen, aber ich werde mich mit diesem Thema maximal auseinandersetzen müssen. Ne? Ich Ja, aber werde, weiß ich trotzdem macht man nicht, ja jetzt mal auch Auszeiten. viel Sport, um das Ganze halt, weiß ich nicht, zu kompensieren, ne? Den Stresslevel runterzufahren. Auch mal, weiß ich nicht, eine Woche Auszeit nehmen, ne? Vielleicht mal 3 Wochen Gas geben, eine Woche Auszeit. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Damit werde ich mich jetzt auf jeden Fall auch noch auseinandersetzen müssen. Ne? Das wird ein großes Thema sein. So viel entspannen wie möglich, ne? Ja. Ja. Ne, ist ein wichtiger Aspekt, weil viele ja, ich habe ja jetzt auch schon so viele Kinder, ne, ist Weißt du, was ich mache abends? typischer Schlagwort, weißt Du glaubst es mir nicht. du? Jetzt Ich kommt's. setze mich auch meistens abends so, das mache ich, während ich schlafe. Dann mache ich mir hier mit meinem Handy, mit meinem Smartphone, mache ich mir auf Deezer, ich habe so ein Deezer-Abo, ne? Ich bin kein Spotify-User. Keine Ahnung wieso. Aber da mache ich mir so binaurale Beats an. Ich weiß nicht, für die Leute, die es kennen, sie werden es vielleicht fühlen, aber das ist so Stimulationsmusik, so ein bisschen. Da hast du dann Musik auf einer gewissen Frequenz. Ja. Das stimuliert dich, bringt dich runter und das ja, soll halt dazu führen, dass du halt dein Stresslevel halt maximal runterfährst. Also, das kann ich auch jedem empfehlen. Seitdem ich das mache, ich mache es seit einem Jahr oder sowas, ne? Seitdem ich das mache, habe ich auch über den Tag hinweg viel höhere Motivation. Ja, habe ich aber auch. Also ich mache das hin und wieder nur, jetzt nicht jeden Abend, aber da gebe ich auf jeden Fall recht, dass da tatsächlich was bewirkt, sich diese Beats anzuhören. Nee, ich greife den Punkt ja nur auf, weil ich halt auch schon viele kennengelernt habe, Thema Burnout, so, ne? Ist ja so immer schnell und standardmäßig gesagt, aber ist ja so. Viele hasseln dann 3, 4 Monate oder auch Jahre durch. Ich Das habe ist jetzt auch auch echt schon gut. welche, ich habe jetzt auch schon welche kennengelernt, die dann auch dadurch Familie, Freunde, alles verlieren. Nur Einfach damit. keine Zeit dafür, oder was? Ja, dann haben die zwar ein Verständlich. erfolgreiches Unternehmen, idealerweise, aber haben ihr ganzes Umfeld verloren. Ne? Und deswegen sage ich ja oder frage ich ja, wie wichtig ist halt auch mal, Auszeit also nehmen. sogar täglich am besten, selbst wenn nur eine halbe Stunde, Stunde ist, wie man die Auszeit nutzt, hast du ja selber gesagt, ist ja im Prinzip egal, ob du Sport machst, abends dann routinemäßig mal Musik hörst oder so, aber dass man das macht, ist ja wichtig. Das ist sehr wichtig, auf Anstatt nur jeden Fall. hasseln, hasseln bis 0 Uhr und dann aufstehen, 6 Stunden Schlaf und dann gehört ja auch dazu Thema Schlaf, Erholung, Auszeit. Schlaf ist immer wichtig, ne? Auf jeden Fall. Sollte sich auf jeden Fall ja, zu den Ruhezeiten auf jeden Fall immer schlafen legen. Also ich habe auf jeden Fall eine ziemlich gute Schlafroutine, würde ich jetzt mal behaupten. Ich schlafe immer so zwischen 11 und 12 Uhr und stehe so, weiß ich nicht, zwischen 7 und 8 Uhr auf. Also ich würde sagen, dass ich den Tag halt gut nutzen kann.
Ja, was Sport, auf jeden Fall, wie du es gerade schon selber behauptest, ist wichtig, ne? Fördert halt durch Sport seine Leistung, Ja. ne? Und ja, auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen Zeit für sich nehmen dann halt auch mal, ne? Ja, klar. Ja. Auch wenn es nur eine Stunde oder 2 am Tag ist, ein bisschen Zeit für sich nehmen. Mal ein bisschen abschalten, runterkommen, ne? Für die, die gerade irgendwie, weiß nicht, gerade anfangen, ein Business zu betreiben oder sowas, ne? Nehmt euch auf jeden Fall täglich mal so 1, 2 Stunden für euch, ne? Also, Burnout ist schnell zu erreichen. Man merkt es nicht kommen. Auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt von Erzählungen behaupten. Aber nehmt euch mindestens so 1, 2 Stunden am Tag, mindestens so für euch so, damit ihr auf jeden Fall so, ja, Kraft für die Zukunft auf jeden Fall auch entwickeln könnt, ne? Ja. So abschalten, ne? Ja, und wieder am nächsten Tag dann Wieder richtig da angreifen. Vollgas geben wird. Ja, genau. Genau. Gut, das wäre eigentlich schon soweit auch dann für den Themenbereich so viel. Und ja, verabschieden uns und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.